Bisschen. Vornamen, Hausnamen. Ja, bin ich schon. Ja, ist doch gut. Ja, danke. Das ein Lichtfleck von 8 Seilen begrenzt. Dahinter lauert die Nacht. Dein 10.000-äugiges Gespenst, das jeden deiner Schritte überwacht. 10.000 Augen, die sehen wollen, wie lange du dich noch hältst. 5.000 Münder, die schreien wollen, wenn du endlich zu Boden fällst. In der ersten Reihe, du siehst es nicht, steckt sich ein dicker Mann eine lange Zigarre in sein Gesicht und dann saugt er genüsslich daran. Du siehst einen Gegner nur vor dir stehen, der weiß längst, wer ledig du bist. Und du kannst aus geschlossenen Augen sehen, wer von euch der Stärkere ist. Und tänzelst unsicher, du deckst dich nicht mehr. Und diesmal trifft er dich gut. Und alles dreht sich wie wild ringsumher. Und du schmeckst auf deinen Lippen dein Blut. Und zum ersten Mal spürst du den Geruch von Schweiß und Bier, du atmest tief. Und irgendwer reicht dir ein nasses Tuch und du denkst, dir wird schlecht von dem Mief. Du hörst Frauen kreischen und Männer schreien und du hoffst, du bist endlich besiegt. Denn selbst ein Raubtier lässt seinen Totbein sein, wenn es hilflos am Boden liegt. Der Mann, der bis 9 zählt, den hörst du bis 3. Pfeifen mit Getrampel gestampft. 2 tragen dich raus, zu Ende vorbei. Ring frei für den nächsten Kampf. In der Garderobe kommst du vielleicht wieder zu dir und betastest dein zerschlagenes Gesicht. Vielleicht auch nicht, nun, das liegt an dir. Ob du zäh genug bist oder nicht. Vielleicht hast du Glück und dein Arzt ist geschickt und vollbringt an dir kunstgerecht ein medizinisches Wunder und flickt dich halbwegs wieder zurecht.